Ja, hi, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play über ein brandneues, aktuelles Spiel, und zwar Guardians of Ember. Ich freue mich schon echt seit ein paar Wochen auf das Spiel, denn es sieht sehr vielversprechend aus, das, was ich gesehen habe. Ich habe es jetzt für euch extra noch nicht gespielt, einfach um da ein, mit euch zusammen einen Eindruck zu bekommen, der komplett voreingenommen ist. Und ich habe jetzt das Spiel mir runtergeladen, gibt es ja derzeit auf Steam auch noch im Angebot für 16 Euro, die Standardversion. Und ja, ihr seht das Ganze, es ist Early Access. Das heißt, in dem Fall, es gibt natürlich noch ein paar Bugs, es gibt ein paar Lags. Gestern haben die Server komplett versagt, soweit ich gehört habe. Schön zum Spielstart, Server ausgefallen. So muss das sein, bleibt leider nicht aus. Nichtsdestotrotz, heute sollen die Server ganz gut stehen und ganz gut laufen. Oder der Server, wie ich gerade sehe. Und ja, was ist Guardians of Ember? Ich habe mir hier mal die Steam-Seite aufgerufen. Und kann euch da auch ein bisschen was zu sagen, was das genau ist, was es da auf sich hat, was da auf uns zukommt, was wir uns erhoffen und erwarten können. Ne? Also erstmal, ich habe da so eine Aussage gelesen, und zwar, Diablo 3 trifft WoW, vom Spielprinzip her. Ist schon mal eine sehr, sehr gewagte Aussage, und ob das Ganze so passen wird, werden wir mal abwarten. Auf jeden Fall steht so unter den Features zum Beispiel 3D-MMO-RPG, Hack-and-Slay-Kampf, es gibt eine nahezu endlose Charakteroptimierung. 5 Rassen und 5 Klassen. Eine 6. Charakterklasse nach Launch mit 300 Skills. Ein Dual-Class-System wird es ab Level 15 geben. 60 zufallsgenerierte Dungeons in mehreren Schwierigkeitsstufen. Herstellungs- und Verbesserungssysteme, Crafting, Enchanting und für die perfekte Ausrüstung. Es gibt ein Housing-System mit hunderten Gegenständen, spannende Story mit hunderten Quests, da bin ich sehr gespannt. Zahlreiche Nebentätigkeiten zur Sammlung von Ressourcen wie Angeln. Oh ja, ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr Final Fantasy bei mir gesehen habt. Bergbau oder Landwirtschaft, ne? Landwirtschaftssimulator 2017 sozusagen. Und verschiedene PvP-Optionen, 1 vs 1, 3 vs 3 und 5 vs 5. Mit und ohne Rankings, das klingt schon mal sehr, sehr cool. Ansonsten halt so ein paar kleine Sachen dabei. Derzeit gibt es das Spiel noch auf Englisch oder nur auf Englisch, obwohl es deutsche Entwickler sind. Die deutsche Sprache wird aber nachgereicht. Deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache. Da ist es einfach einfacher, wenn man anfängt direkt, alles klar, wir machen Englisch, Deutsch ist mir zu kompliziert. Nein, später. Soll auf jeden Fall nachgereicht werden. Im ersten Quartal 2017 ist ja schon fast soweit, ne? Wenn du überlegst, in 3 Wochen geht's schon los mit 2017. Das Jahr verfliegt wieder, das ist unglaublich. Na egal. Derzeit gibt es noch einen kleinen Bug. Ich konnte die Settings nicht überarbeiten, die werden nicht gespeichert. Da müsste man in die Config gehen, im Ordner und das manuell alles erledigen. Spare ich mir jetzt, weil ich denke mal, mit den nächsten Updates wird das eh behoben sein. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein, klicken einmal OK. Und da haben wir hier schon ein schönes, ja, Bild. Ein schönes Bild. Ist ein schönes Bild, ne? Sieht gut aus. Schön Schnee, es passt ein bisschen zur Jahreszeit. Dann gehen wir mal auf Create Charakter. Und dann haben wir hier schon die ersten, die wir auswählen können. Das Ganze unterteilt in Race, also Rasse, Gender, Geschlecht, Class, also Klasse, Appearance. Richtung? Weiß ich nicht. Müsste ich, weiß gerade nicht aus dem Kopf. Und Name. Okay, Name sollte jetzt nicht so neu oder so unbekannt sein. So haben wir hier Human, also Mensch, Elf, Zwerg und naja. Was bist du denn? Alter. Ich wünsche mir so ein bisschen die Kamera nach unten schwenken. Egal. Lassen wir das. Ja, Elf? Weiß nicht. Dwarf? The brave dwarfs were created by the Titan Thorgrim. With their home in the snowy Glimmerrock Mountains, where they established their capital. Bla, bla, bla. Ich guck mal gerade durch, ob man schon sieht, was man so an Skills bekommt. Nee, steht nicht wirklich drin. Bei Menschen wahrscheinlich auch nicht, ne? Wir nehmen aber mal den Menschen. Einfach, weil ich stehe auf... ich stehe auf Menschen, ne? Wäre schlimm, wenn es in eine andere Richtung gehen würde. Aber nein, der Mensch ist so das, was am naheliegsten ist. Und bei Diablo 3... kennen wir es, klar, ich spiele sehr, sehr gerne Barbar und vielleicht kann man den so ein bisschen in die Ecke drängen, dass man ihn als Barbar mausern kann. Wir schauen einfach mal. Man kann ja später natürlich noch ein paar andere Klassen probieren. So, das ist der menschliche, der weibliche Teil vom Mensch und das ist der männliche Teil vom Mensch. Gehen wir einfach mal auf Next. Er hat so einen schönen Zauberstab in der Hand. Dann sind wir jetzt bei der Klasse. Knight, Priest, Arcanist, Engineer und Ranger. Also Ranger, ganz klar, für den Demon Hunter unter euch das willkommene Geschenk, muss man sagen. Ich glaube, da brauche ich nicht großartig erklären, warum ich nicht die Ranger nehme. Knight, the Knight is balanced class that combines close combat and defense. Physical holy attacks, defense against the forces of evil. Endurance, damage, support, agility, range.
So, Priest. Priest ist eigentlich immer so eine Klasse. Das habe ich damals immer sehr, sehr gern gespielt bei zum Beispiel Fiesta of Online. Fiesta Online, so hieß das. Aber ich glaube, ich will euch ein bisschen mehr Action zeigen. Das heißt, wir werden jetzt nicht auf Supporter gehen. Magier, Ingenieur. Ingenieur, was kann der so? Explosives. Maschinen. Erstellt Bomben. Fallen. Okay, das klingt schon mal sehr cool eigentlich. Und er passt auf Verletzte. Oh, wir können ranzoomen. Ach, das ist ja geil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Kann ich auch. Nee, ich kann nur oben ranzoomen. Unten an die Füße kann ich nicht. Schade. Mein Fußfetisch nicht befriedigt heute. So, der Arkan. Der Arkanist? Ein bisschen schwierig, wenn man das mit der Maus. Mit dem Mausrad macht. Also, ich glaube, das ist einfach ein Zauberer, ne? Ein ganz normaler Zauberer. Wir werden das Knight nehmen oder den Knight. Glaube ich. Ja, komm, wir können uns ja später immer noch einen neuen erstellen. Jetzt können wir den noch ein bisschen anpassen hier. Haarfarbe und so, Gesichtsfarbe. Einen schönen Ton verpassen. Oder einfach, ja, einen Quotenschwarzen erstellen. Ja, es tut mir leid. Primäre Haarfarbe. Erstmal schön brennend rot, ne? Wenn das Dach rostet, hast du einen feuchten Keller. Wie war das? Weiß ich nicht, blau. Blau sieht, das ist so... Nee, weiß. Weiß sieht eigentlich... Das sieht ein bisschen nach Pink aus. Also hat so einen leichten Pinkstich, finde ich. Ist jetzt nicht wirklich weiß. Schwarz oder einfach nur ein Braun? So ein schönes Kackbraun. Ich hätte gerne noch ein dunkleres Braun. Das sieht so rot aus, so Daryl-like. Warte mal, das sieht vielleicht... Wir nehmen einfach schwarz. Ne? Wir nehmen schwarz, da kannst du nichts verkehrt machen. Augenfarbe. Schönes, helles Blau. Das sieht sehr cool aus. Oder ein schönes, helles Grün. Das sieht... Ich mag grüne Augen, ich weiß nicht warum. Ein schönes Dunkel. Boah, Alter. Sehr cool. Hätte ich mal eine weibliche Charaktere, einen weiblichen Charakter genommen. Oh, wir können ja das Face noch ändern. Ein bisschen Facelifting betreiben. Er sieht sehr, sehr grimmig aus. Ja, leichten Bartwuchs. Das sieht noch ganz cool aus, finde ich. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier, was? Die Lippenfarbe? Boah. Da kommen die Gothics unter euch auf ihren Geschmack, würde ich sagen. Ohne Probleme. Alter. Was zur Hölle? Was zur Hölle, ey. Das ist wie bei Wolken. Bei Wolken gab es auch, ne, Männlein, Weiblein. Und bei den Weiblein konntest du dann die Brüste quasi vergrößern. Das fand ich auch sehr cool. Ja, normale Lippenfarbe, ey. Jetzt, kein Pink. Das sieht... Scheiße. Ey, sieht aus, als hätte er, keine Ahnung, Klostein gelutscht oder so. Ich glaube, das trifft so ungefähr, ne? Alter. Customize, ja, da können wir noch eine andere Frise verpassen. Das ist natürlich auch sehr cool. Hier so schön Viking-Schnitt. Mit Bart. Ohne Bart. So schön Schmalz-Look. Hm. Ich finde das eigentlich... Ja, der Bart sieht halt ein bisschen künstlich aus. Das ist das Problem. Sieht halt wirklich wie angeklebt aus, weißt du? Und dann hat die Pubertät versagt. Kein Bartwuchs da. Einfach mal schnell so ein paar Haare vom Arsch angeklebt. Nein, wir nehmen das. Das sieht... Ah, der Schnitt... Wir nehmen den. Ne, da kannst du nichts verkehrt machen. Body Type. Head Size, also so einen schönen Wasserkopf. H2O, K-O-P-F. Oder halt so einen schönen... Ja, wir machen es ganz normal. Also Body Size, die Größe. Machen wir es real. Gleichen das an meiner Körpergröße an. Nein, auch ganz normal. Torso-Länge. Ein bisschen langgezogen oder einfach ein bisschen gedrückt. Lassen wir auch nochmal. Schulterbreite. Wir sind natürlich ein sehr kräftiger Mensch. Schulterhöhe. Ja, also schön, ne? Auch kräftige Schultern. Schulterposition. Oh, nach hinten oder nach vorne. Das mal von der Seite an, da sieht man das ein bisschen besser. Ja, das sieht ein bisschen aus so wie Rasierklingen unter den Armen, ne? So Türsteher-like. Machen wir so. Upper Chest Thickness. Das ist die Brust. Ob die Brust weiter rauskommt, ob er schön Brustmuskulatur hat. Sieht aber eher aus wie so ein kleines Geschwür. Machen wir so ganz normal. Upper Chest Width. Ja, ist jetzt kein dünnes Hemd. Machen wir so. Lassen wir normal. So, dann den Bizep. Der kommt natürlich richtig fett zur Geltung hier. Wir sind durchtrainiert. Wenn schon nicht real, dann eigentlich mal so wenigstens im Spiel, ne? Dann hier der Muskel... Alter! Was zur Hölle? Hä? Das passiert halt, wenn du Steroide schluckst. So, was haben wir hier noch? Ach, die Unterarmlänge. Ja gut, das sieht jetzt... So sieht das, glaube ich, ganz... Oh, warte mal, das muss ich hier echt ein bisschen... Das sieht nicht natürlich aus. So, was haben wir hier noch? Ach so, die Handbreite oder was? Ja, das sieht so, weiß nicht, so Pranken sind das, wa? Machen wir so. So haben wir hier noch Button Size, Buttock.
Ach so, das ist der Rock oder was? Machen wir so. Die Hüfte. Gehen wir mal von der Seite rein. Lala. Twerk, 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 twerk. Was zur Hölle? Geil. Ja, da habe ich meinen Spaß dran. Schön. Ja, schön den Booty noch. Yeah, bitch. Ich hoffe, es gibt einen Dance-Befehl. Was zur Hölle? Schön. So, die Beinmuskulatur, ne? Never skip leg day. Machen wir mal schön breit. Oder nicht ganz so breit. Muss ja auch mittragen können, die Scheiße, ne? So, unten noch schöne Waden, so schöne Fahrradwaden. Schuhgröße. So, Kinder, Schuhgröße Kindersarg. Oder normal. Das sieht eigentlich relativ normal aus. Wobei, vielleicht ein bisschen klein. Machen wir so. Mein Güte, so, da passt. Das lachen wir jetzt so. Junge, next, please. So, das ist natürlich ein typisch geborener Kraxel. Und dann createn wir einmal den Char. Da haben wir jetzt hier Kraxel, wie er lebt und lebt. Sieht sogar sehr gut aus für dich. Also, den haben wir gut zusammengeschustert. Dann würde ich sagen, lass es mal auf Play gehen. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Da rennt unten das kleine Mannequin durch. Wie geil. Kann sein, dass ich gleich die Festcam nochmal umändern muss, weil ich nicht weiß, wie das Overlay quasi aufgebaut ist im Spiel. Das passen wir dann einfach mal in der Aufnahme an. So. Wie gesagt, grafiktechnisch kann man noch viel mehr einstellen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Einfach, weil es derzeit nicht gespeichert wird. So. Left Mouse Button via SD to move. Das ist nicht schwer, das kriegen wir hin. Left Click while hovering the cursor over your enemy to use Standard Attack. Kriegen wir auch hin. Hold down Shift to attack without charging. Also wie bei Diablo. Das klingt schon mal sehr cool. Via SD ist laufen. Kann ich die Kamera drehen? Sieht gerade noch nicht so aus. Oder ich find's nicht. Okay, lassen wir erstmal so. Wir klatschen die mal kurz weg hier. Bam! Okay, das dauert immer so eine Millisekunde, bis er da auch tatsächlich hittet. Vielleicht noch, das habe ich gelesen, soll so ein kleiner Delay-Bug sein. So, hier haben wir ein paar schöne Füße bekommen. I? Nee, B vielleicht für Beutel? Tatsache, oder für Bag. Ne? Beutel, Bag. C für Charakter. Und dann können wir den noch wahrscheinlich auch ausrüsten. Auch schon Level ab. 3 Punkte können wir verteilen. Prestige, Bravery, Blood und Focus. Critical Hit Chunks. Energy Damage. Effect of Next Attribute Point. Blood. Okay, und Focus. Attack Speed. Attack Speed ist immer gut. Nehmen wir das und Crit Chance. Wobei Crit Chance wird jetzt noch nicht wirklich elementar wichtig sein. Meine Fresse. So. Dann wollte ich gerne die Schüchchen anziehen. Kann ich einfach mit Rechtsklick? Tatsache, hat geklappt. Ach, guck mal, kann später anscheinend auch Items kombinieren. Kann ich jetzt gerade noch nicht. Ihr seht, die haben ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Defensive, ein bisschen mehr Rüstung. Aber unsere haben Dodge-Ausweichen mit drauf. Ich lasse die, die wir jetzt... So, Curated Equipped, okay, dann lassen wir die einfach mal drin. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. Ich weiß, sind die ersten Schuhe, die wir gefunden haben, aber man kann nicht mal alles haben. Claim Reward. Claim all items. Oh ja, wir nehmen eine Portion nichts. So, Empire Soldier. Er spricht nicht mit uns. Er ist ein wenig busy. Hier haben wir schon die ersten Gräber. So, man kann auch schön ranzoomen. So, unten seht ihr eigentlich... Doch, das passt. Mal, passt da vielleicht sogar das D3 Overlay drüber? Ja. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Wäre natürlich geil gewesen. Okay. Guck mal, ich mache ey. Gleich mein eigenes Overlay oder ein neues Overlay für anfertigen. Wenn wir das Spiel wirklich ein bisschen intensiver spielen sollten. Da kann man das natürlich auch machen. So, was stand da? Da stand irgendwas. Rye Ridge. Okay, das ist wahrscheinlich der Ort hier, würde ich sagen. Ich komme nicht durch, doch jetzt. Nee, ich komme nicht durch die Stacheln durch. Kann auch nicht sein. Ich kann übrigens auch mit der Maus lenken, ganz easy. Ohne große Probleme. Aber ich komme da nicht runter. Wir müssen hier hoch. Die Kamera kann man nicht drehen. Ich sehe zumindest keine Möglichkeit gerade. Man kann springen mit Space. Das ist auch sehr cool. Kann ich drüber mich selbst aufspießen? Es geht noch nicht. Kommt vielleicht noch. So, oh, hier ist schon der nächste Tote. Linke Maustaste. Da ist ein Goblin-Smacker. Oh, ich will den gar nicht töten, ey. Der hat doch nur Loot auf dem Rücken. Weißt du, der ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg zur Oma oder so. War Rotkäppchen. Will einfach schnell ein bisschen Nahrung vorbeibringen. Dann kommt so ein scheiß Mensch an und bamst ihn mal so schön von der Bildfläche. Na toll. Offensive Ember, was ist das? B. Ah, okay, habe ich Ember Items? Hier, Ember Items. Nee, auch nix. Special Items habe ich auch keine. Ich bin gar nicht special. Lass mal die Skills durchgucken, warte mal. K? Nee, doch, da war was. Passive Skill und, primäre Skills.
Passive seht ihr hier, Level 10, Level 16, 22, 34, 37, also es geht halt durch die Level durch. Und müssen wir dann hier wahrscheinlich reinstecken. So, primäre Skills haben wir hier, können wir auch schon leveln, sehe ich gerade. Gain more Skills, drag and drop to the hotbar at the bottom of the screen. Okay, was haben wir hier? Deals 90% physischen Schaden an Gegner vor dir und 45% Lebensraub von drei Gegnern. Das ist sehr geil, das nehmen wir mit rein. Drag and Drop. Drag and Drop. Wo muss ich den erst lernen? Damage und Aggro. Damage ist immer gut. So. Kann ich den jetzt reinnehmen? Warum denn nicht? Den kann ich reinnehmen, ne? Den habe ich ja drin. Den muss ich irgendwie auf die rechte Maustaste zaubern können. Das, wir klemmen mal einer. Kann ich hier? Nee. Nochmal. K. Drag and drop to the hotbar. Das habe ich getan. Den muss ich nicht, ne? Nee. Oder sind. Doch, sind doch freigeschaltet. Die sind ja. Also hinten sind sie gesperrt. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade einfach dümmer an, als ich bin. Kann ich den denn? Auch nicht. Übersehe ich was? Nee, eigentlich nicht. Gedrückt halten. Ihr seht, wir moven, wir bewegen das Ding. Jetzt sehe ich das einmal ganz knallhart hier rein. Oh, muss ich das damit ersetzen? Ach, ersetzen können wir das? Okay. Aber ich hätte das gern hier stehen, aber ihr seht, es funktioniert nicht. Okay. Egal, lassen wir mal den Skill drin. Ne? Linke Maustaste, wie sieht's aus? Fresh. Woo! Und wir kommen tatsächlich lebend zurück. Oh, warte mal, rechte Maustaste ist ein neuer Skill. Ist das unser Wirbelwind? Wie geil! Fette Sache, wir können wirbeln! Boah! Erste Bild, check. Wie geil. Sehr, sehr nice. 13er Combo erhalten. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich habe ein Schwert bekommen. B, nee, B und C, so rum. 20 Damage, wir haben eins mit 16. Bisschen, aber hier ist mehr Attack drauf. Wie geil, das nehmen wir mit rein. Zack. Ja, und ein schönes Höschen mit Healing und Defense. Und hier haben wir noch ein Schild, aber dann ist wahrscheinlich unsere Waffe weg, ne? Genau, können wir nicht zusammen kombinieren. Ist aber nicht schlimm. Können wir mit leben. Hier unten haben wir noch ein Fragezeichen. You can now assign 3 Attribute Points im Charaktermenü. Give it a try. Machen wir. Zack. Und da haben wir wieder 3 Punkte. Attack Speed. Schön Wirbelwind, weißt du? Boah, Alter. Da fühle ich mich direkt zu Hause. Komm, und wirbeln! Woo! Body Art. Boah, wie geil, ey, wie geil. Komm, hör auf zu wirbeln, hör auf, es ist vorbei. Du hast sie alle getötet. Aber Wirbel ist geil. Warte mal, haben wir da den... Haben wir doch gar keinen direkten Skill gehabt, oder bin ich doof? Wo kommt denn der Skill her? Swing Cut heißt der hier. Swing Cut. Ach, das sind hier die Secondary Skills. Okay, den will ich gern boosten. Hit Damage, Heals Point Modifier. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Bloody Storm. Okay. Und wir leechen direkt. Ein bisschen Leben. Das ist natürlich auch sehr geil. Okay. Einmal austauschen. Boah, Alter. Alter, boah. Mir gefällt das jetzt schon. Ohne Witz. Ach, ich wollte euch töten, verdammt. Da ist einer zum Töten. Töten, töten, töten. Zack. Aus den Latschen gehauen. Habt ihr das gesehen? Nice. Okay, das rüsten wir doch einmal schnell aus. Back. Dann haben wir unser erstes grünes Höschen hier. Bringt uns mehr Defensive. Ist ja für Crossbow Mastery, also für den Bogen. Ja, wir sind jetzt nicht so der Bogenschütze, ne? Ich würde sagen, wir lassen die Heal Power drin. Bei Heals Points plus 11. Wir haben jetzt 302 Lebenspunkte. Wenn wir die jetzt reinnehmen, haben wir 313. Ja, komm, gönnen wir uns. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir doch mal weiter, was auf uns zukommt. Wie gesagt, das Ganze ist MMO. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir später noch ein paar Leute sehen werden. Und man kann auch Clans gründen. Das heißt, wenn ihr da mitmachen wollt später, seid ihr alle herzlich eingeladen. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Abo da lassen, Leute, ne? Damit ihr nichts verpasst. Ciao.